nun haut eine Pressekonferenz organisiert zu dem ganz, ganz wichtigen Thema von der Berufsausbildung. Eine notwendige Reform haben wir gefordert von der Berufsausbildung an eine bessere Stellenwert in der Gesellschaft von diesem wichtigen Thema. Und das ist just wichtig als so, wenn man eh Vertreter von der Presse hat dabei. Und das ist traurig und aber auch ein Zeichen dafür, dass es wirklich ein Mangel in unserer Gesellschaft gibt für die Wichtigkeit von diesem Sujet. Ganz, ganz große Merci. Wir begrüßen euch bei unserer Pressekonferenz. Das ist wirklich schon außergewöhnlich, dass du mir hören also gerade gesagt, Christian, ich sehe doch ein bisschen etwas aus. Vielleicht wir kommen darauf zurück, mir das auch von unseren Punkten heute auf der Pressekonferenz. Wir haben die Pressekonferenz organisiert, den OGBL, sei Syndikat Erziehung und Wissenschaft, zusammen mit der Amelux, die da kennt, weil da ist ein Urlauber, und da ist wichtig, dass den Handwerk auch zu promovieren und dann Wichtigkeit vom Handwerk für unsere Gesellschaft noch viel zu streichen. Und das geht nicht nur mit schönen Wörtern und immer zu suchen. Wir sind uns alle bewusst als Gesellschaft, dass man muss mehr für das Handwerk machen, mehr Junker und Handwerk unzählen. Aber da müssen auch Taten folgen. Und da haben wir eine ganze Reihe Ideen und Forderungen und Propositionen, wie wir das können machen. Mehr effektiv auch als vielleicht ein Zeichen, dass wir mal eine Pressekonferenz zum Handwerk machen, dass da nicht ganz viel Interesse ist, außer dass er bis auch nicht größeres hat. Also ein bisschen symbolisch für das, weil da ist ganz, ganz viel Humor leid. Wir sind zusammen mit der Amelux Humorreise Purmol gesehen. Die zusammen habe ich die bestätigt zu einer Reihe Main. Und die ist eigentlich ganz, ganz flott, weil wir ganz sehr gemerkt haben, dass wir bei einer Linde leihen und wirklich eine Position haben, die gleich ist. Und du, haben wir im Juni hatten wir eine erste Pressekommuniqué rausgegeben, wo wir eben mitgedeelt haben, was alles wichtig ist. Und darum haben wir gesagt, gut, wenn nichts passiert, da politisch sich auch nichts bewegt, dann gehen wir weiter. Wir haben heute oben und dafür haben wir die Decision geholt, dass wir eine Pressekonferenz mal machen, für Themen ein bisschen mehr in die Öffentlichkeit zu kreieren. Weil es leider aber ein Thema ist, wo noch immer nicht genug drüber geschwärzt wird. Und wir werden dann auch weiter in Zukunft weiter Schritte zusammen machen und dafür sorgen, dass es ein Thema gibt, wenn auch nicht von jedem so abgegriffen wird. Und als habt auch so ausreichend Schwierigkeit vom Handwerk. Wir sind als Gewerkschaft, ich weiß nicht, für den OGBL, ständig immer da konfrontiert, dass man es muss fit machen für die Arbeitswelt von morgen, dass alles sich ändert, dass man einen größeren Strukturwandel sind, lässt voll dran sind und die sehr an den als ständig beschäftigt, dass die Arbeitswelt digitalisiert, also weiter geht, dass die Transition ökologisch sich stark auf die Arbeitsplätze üben, dass die Arbeitsplätze werden Waschfall neuer werden geschafft gehen, dass es sich ändern, dass die Ausbildung und die Weiterbildung muss angepasst gehen, dass man als eben alle guten auch den neuen Herausforderungen da können stellen. Gleichzeitig sind wir an Krisenzeiten, an schweren ökonomischen Zeiten, wo man immer da konfrontiert gehen von Patronatzeit, dass es fehlt und Leute. Es fehlt an wirklich quasi allen ökonomischen Bereichen und qualifizierte Leute. Und wir haben Penurie de Main d'œuvre ganz, ganz stark auch am Handwerkbereich. Wir wissen aber auch, dass Handwerk Zukunft ist. Und trotzdem, auch an den Schulen, haben wir noch immer das Problem, dass die Orientierung an Handwerk echt daran par l'échec ist. Also, wenn es dann an verschiedenen Fächern nicht durchgeht, gehen Schüler in Richtung vom Handwerk gedehrt oder orientiert. Und das ist einfach falsch. Das muss abhören. Wir müssen selber an alle unsere Körper und Mentalität herankriegen, dass das Handwerk wichtig Beruf ist für als Gesellschaft, dass wertgeschätzt gehen und dass die Zukunft daran auch leid. Und dass es nicht den einzigen Weg ist, kann auf die Union zu schicken, aber au contraire auch als Handwerk als Berufe müssen ausbauen. Das Fundament von unserer Gesellschaft, wir wissen alle gut, der Christian wird sicher noch drüber gehen, ich mache heute schon eine kleine Introduktion an meine Begrüßung.
wenn wir uns alle gut do einziehen, weil das sieht ja auch die Politik und das sieht ja auch Duell und Patronat und das sieht ja auch die Funktion Publik, dass wir mehr Leute am Handwerk brauchen. Wenn wir uns alle gut einziehen, dann muss auch etwas gemäht gehen. Und da wollten wir schauen, einfach Ideen, Propositionen für schlagen. Es hat auch so, als natürlich, und das kennen wir mittlerweile dadurch, dass wir schon ein bisschen thematisiert haben, dass wir eine Abwertung vom Meisterbrief brauchen, dass wir endlich auch die Anerkennung brauchen von dem Meisterbrief und dass wir dann eine Abwertung auf dem Niveau 6 von der europäischen Qualifikationsrunde kriegen. Einer Länder haben es schon gemacht. Wir sind da wirklich schon dran und das muss passieren. Wir auch anderem, die Frau vom Meister muss vieles passieren und wir haben eben eine ganze Reihe Ideen. Was man auch wollte machen, ist, dass der Christian, Präsident von der Amelux, einke durch als ein paar Bayer geht, die wir auch da verteilt haben, an hauptsächlich auf den DAP, CCP, die Frau von Meister AG, dann alles, was so ein paar Bayer wichtig ist, an Dono de Jules, Bartel für den SEW, nach ob die Frau von Techniker, vom PIF, vom PI angeht. Und da sind wir alle gut nach da. Für Erfreuen zu beantworten. Wir haben da Vertreter noch von der Amelux, vom ACW, von der Geschäftsführung von GBL Bayer ist. Also ich denke, wir sind genug Hautvertreter für alle Fragen können zu beantworten. Voilà, ich sage mal merci, Christian, dann steht der Antwort. Ja, ich denke, Nora hat ja doch schon ein bisschen expliziert, denn, also ich denke, wir haben ja auch den besten Beweis, dass die Handwerk an unserer Gesellschaft nicht die Stelle wert wird, den eigentlich müssen tun. Weil wenn das so wäre, dann wäre das alle wahrscheinlich schon ganz voll. Aber für das zu ändern, muss ich ja schon mal relativ frei aufhängen. Und da sehen wir eigentlich, da haben wir ein paar Beispiele, zum Beispiel am Fundamental, da können Sie ab dem Zyklus 2.1 können sich vorstellen, fakultativ, zum Beispiel Donnerstagsmittags, dass die Schüler, die Jungen, die Handwerk gewiesen kriegen von Meistern aus dem Enseignement. Ich meine, die haben ja auch die Ausbildung gemacht, die Pädagogie, für ihn das dann zu weisen. Und über diesen Weg gehen wir noch wahrscheinlich die Eltern erreichen. Weil ich meine, dass ja ein großer Teil von den Eltern gesteuert, ob sie Kinder an die Handwerk dürfen oder nicht. Und im Moment, so wie es hier ist, das System, wie nur auch gesagt hat, dass man eigentlich die Schüler an die Handwerk kriegen, die eben nicht so gut an den Sprachen und an der Mathe sind. Die Eltern zum Beispiel, die Sohn da nicht schmecken, da bleibt ja kein Schwer. Und auch die Kinder bleibt kein Schwer. Und schmecken, die gehen da hinten gedrückt. Und auch die Lust, die ein Sturm ist, die für etwas zu lehren, ist ja auch da wahrscheinlich nicht da, weil ich will nicht das verallgemeinern, ich muss aber sagen, dann hat ja nicht die Lust, wie wenn ich sich etwas vier geholt habe, gut, das meine ich da. Ich meine, und das sind Sachen, wo man einfach merkt, die Schüler kommen mit Problemen so schon, und dann ist nach dem Willen nicht wirklich da. Ich will auch nicht so bei jeder Ränge, aber bei einem großen Teil. Und dann muss man sich fragen, was kann ich da ändern? Also wie gesagt, ein anderem dann am Fundamental aufhängen, dadurch vielleicht ältere gesehen, wird Handwerk ist. Ich meine, die bringt Kinder dann dahin, kommen durch automatischen Kontakt. Eine Sache, wo ganz wichtig ist, mängisch, für das man dann der Gesellschaft heimkriegen, das ist auch das, was Nora Lukrat gesagt hat, die Meisterprüfung, der Niveau 6, weil ich meine, es lesen Kinder gehen dann an die Sparte geschickt, wo sie eigentlich etwas erreichen können. Und ich meine, wenn ein Meisterbrief Niveau 6 wäre, dass das ja äquivalent für Bachelor. Das wäre ja dann etwas. Und wir sehen auch dann ein bisschen wie weit, dass dann, dass man so ein DAP, eine Gesellenprüfung, müsste ein Jahr verlängert gehen und müsste dann natürlich ein Premierwert gehen. Auch das, da gehe ich dann aber, da gehe ich dann noch mehr genau an, weil ich meine, dass das, selbst weil ich muss aber ein bisschen genauer erklären, dass den DAP für alle, da hängt mir dann der zweite Jahr drin, das erste Jahr soll Plantons sein. Und das erste Semester von dem Plantan, da sind die Schüler noch nicht forciert, direkt sich für einen Beruf zu entscheiden. Das heißt, sie können sich das Schwer holen, ob sie lo wollen. Sie können alles gucken gehen. Das heißt, sie werden das Stage machen an den Betrieben. Sie werden aber auch ein Arztstage an der Schule machen. Das heißt, sie gehen gleichzeitig dann auf Berufsklassen mit dabei gesetzt, für dass sie dadurch können gesehen, erleben und dann haben sich ein Komplettbild machen von dem Betrieb und natürlich von der Schule, sodass sie dann aber hoffentlich den
den besseren Schwer davon und noch das, was sie wollen mehr. Und dadurch hätten wir dann noch Männer Dekrochage automatisch. Und ich gebe es so, und dann auf jeden Fall, der Fall alles das, die Leute, die dann wirklich fixiert sind, die fangen da an und ziehen da doch dann durch bis zum Schluss. Dann kommt noch ein Aspekt dabei, die Leute oder die Jung, die dann, wenn wir dann die sie gepackt hätten, wenn wir dann auf Donsiam kommen, da müssen sie dann einen Patron finden. Die, die keinen Patron fand hätten, durch die Stagen, wo sie da gemacht haben, die dürfen wir auch dann nicht auf die Straße setzen. Ich meine, da müssen wir hingehen und da müssen wir eine Opfernklasse, wenn ich das so kann nennen, wo Patronatsmodule enseigniert gehen, von der Schule, müssen sie kreieren, und aber auch nicht mehr so lange, sie dürfen noch nicht mehr so lange dann da bleiben, bis sie Patron finden. Das heißt, so wie kein auf der Straße, wir hätten auch das Patronatsmodul aufgedeckt die Zeit, das heißt, sie dürfen nicht daheim sitzen bleiben und vielleicht auch nicht mehr, vielleicht auch aufhören. Da wäre auch die Geschichte mit dem 30. November, also 30. wäre dann auch hinfällig, weil dann, weil am 30. November normalerweise muss der Schüler dann aufhören, wenn er kein Patron hat. Und das wollen wir auch evitieren. Weil da wären du heim. Und auch das war schlecht. Dann haben wir noch etwas, wenn wir ja schon den DAP geheißen haben. Und wir wollen ja auch so, dass für die Mihaisch technisch Berufe ein anderes Niveau braucht. Das heißt, da wollen wir schon, dass das Hanke MG ist. Für das dann zu erreichen, als wir dann in solch der Brevetimetrie ist, den dann ein Niveau 6 hat. Also, zu den ein Vue, wo ich kann sagen, ja gut, das ist durch Krämer, dann die Leute umgezogen und sich an die Hand wirken. Wir haben auch dann natürlich die Schwäche, die wollen wir dann nicht an der Berufsausbildung. Ich meine, auch denen Leuten müssen eine Chance geben. Also die Hand wirken hat sicherlich ganze Plätze, wo jeder seinen Platz findet. Und da sind wir der CCP, so wie er ist. Wir sind auch reformieren und so gestalten, dass uns sich die Jungen, die Probleme haben und die auch so mal schwach sind an Spruch oder Mathe, du gehst abfangen und auch abbauen, für das einfach ein Teil, auf jeden Fall davon einfach noch auf den DAP kann gehen und seine Karriere machen. Und noch ein CCP zu haben, also auch kein Schaden, weil ich meine, ein Handlanger muss ihn einfach auch brauchen, wird gebraucht auch im Betrieb und ich meine, kann auch nicht jeder ein Chef d'Entreprise gehen, das ist so. So, das wäre so das, was ich schon die größte Linie die war flun, wenn da wärst du und so schon gerne. Ja, ich wollte noch kurz auf den Examen, dann auf den neuen, also auf dem DAP, die wir proposieren. Wie gesagt, da geht ja dann über 4 Jahre. Wir wollten da uns beibehalten, die System, wie für den Moment existiert, das ist mit einem Projekt integré, intermediär, einem Projekt integré final. Da wollen wir nicht direkt irgendwie drangreifen, das funktioniert ja plus oder moins. Wenn ihr aber gesagt habt, PII zum Beispiel, den also schon praktisch fakultativ geht in einem gewissen Sinn. Das ist, der Schüler, den den PII nicht gepackt hat, könnte aber normal führen, kann ihn dann Jahr drauf nachher machen, wenn er dann nicht packt, also wenn er mal nicht geschieht, und er könnte normal an sein PIF. Und das geht so weit, dass wir heute weil eine Reihe Schüler haben, die carrément refusieren, den PII zu machen, weil er ihnen nicht nichts bringt. Er geht das effektiv an der Indemnität ein bisschen mehr kriegen, aber wenn das ihnen nicht wichtig ist, dann lassen sie das praktisch fallen. Was mir, was alles vier strebt, auch eben für die Qualität zu heben, dass den der PII obligatorisch zu machen, und auch so, dass in den der PII muss gepackt tun, vier können weiterzukommen an der dritte Jahr. Das will aber nicht heißen, dass den PII lo soll ein zusätzliches Mäuer sie so mal für schwache Schüler zu eliminieren oder so. Mit soll ich da eben gedurcht sind für dem Schüler auch können zu weisen, wo er drin ist, an eben ein Zwischenexamen zu machen, weil was man auch merkt ganz oft, dass Schüler heutzutage an den PIF kommen und exzessiv nervös sind. Also es müssen Leute, die an die Kette gehen, die warten an den Examen kommen, weil sie nicht mehr packen. Aber das können doch zum Teil dadurch, dass sie einfach jahrelang durchgeschleust gehen, praktisch nicht. Also nicht viel von ihnen verlangt, wenn ich das so kann nennen.
Und dass sie da praktisch im Moment von ihrer Karriere für ein Examen stehen, was für sie praktisch eine Mauer ist, obwohl ein Examen noch nicht so dramatisch ist, aber sie verdrohen nicht einfach nicht. Dann einfach den DPI, wenn wir den obligatorisch machen, kann der Schüler im Prinzip nicht mehr etwas bringen. Also ich sage, das ist nicht ein Mauer für zu eliminieren, mit das ist der Kontra. Der PIF, der Projet Integré Final, wie gesagt, den soll so weiterbleiben wie ihn für den Moment ist. Das heißt, wenn er dann eben sein 90% von den Modulen gepackt hat, respektive sein Jura gepackt hat, dann hat er dann den Aktien zum PIF. Wenn er den packt, dann hat er in dem Moment ja sein Diplom. Es kann ihn dann schaffen gehen, also wie gesagt, die DRP bleibt ja eine Formation, die wirklich auf der Bestfeld abgebaut ist. Das heißt, da noch gehen die Jungen dann schaffen können, aber da wie gesagt, über den Meisterbrief dann zu einem Diplom Niveau 6 kommen, was dann noch eine Motivation ist. Für die nach weiter wollen, mit theoretisch studieren, gibt dann aber auch die Passerelle, da bleiben zum Technicien, wo sie dann am dritten Jahr könnte kommen. Für die, die es nicht gepackt haben, und das ist auch wichtig, für den Moment, die den DRP nicht packen, den PIF, die müssen ja da weiter, die bleiben da weiter am Betrieb, und können den PIF-Recht am Februar nachholen, dann 6 Monate noch, da gehen immens viel Zeit, unserer Meinung nach, verloren. Und ich strebe dann noch für, dass die Schüler, die den PIF nicht packen, dass die direkt am September, respektive spätestens dann am Oktober, die Möglichkeit kriegen, ihren PIF dann nachzuholen, an dem Moment dann direkt noch können, an das Arbeitsfeld ranzugehen, am Platz dann eigentlich muss 6 Monate als Apprenti in einem Betrieb zu schaffen. Voilà, wie gesagt, die Möglichkeit passerell zum Technicien soll dann auch weiter bestehen. Und das ist dann noch ein Punkt, den ist immens wichtig ist. Den Technicien, also wir profitieren ein bisschen von der Proposal für die ganzen DRP und die ganze Berufsausbildung zu reformieren, für auch mit unserer Proposal zu kommen, die wir immer hatten, dass den Technicien, also die Formation vom Technicien, immer raus aus der Formation professionell zu holen. Aber wie das mal los ist, heute zu bei der Woche, ich weiß aber, dass man am ganzen Bein schon lange Jahre mit dabei ist. Und wahrscheinlich sich auch noch daran erinnern, dass ein Technicien am Anfang an den 90er Jahren, das war erinnert dem Minister Fischbach, Soldat Voix Royal am Enseignement ging. Mit der Idee ein bisschen, dass die besten Schüler an den ESC und an den ESG, an die Formationen kommen, die dann noch prioritär auf die Hochschulen ausbilden, dass man auf der anderen Seite die Schüler mit punktuellen Schwächen mehr in Richtung von der Berufsausbildung kommen und dass dann der große Lohn und sich den Technicien sollte ausmachen, die sowohl theoretisch ausgebildet gehen, wie aber auch praktisch, das heißt, die sich so fit gemacht gehen, sowohl für an die Arbeitswelt zu gehen, mit ihrem Diplom, aber auch für die besten Möglichkeiten zu gehen, weiter zu studieren. Und ihr wisst auch noch ganz sicher, dass 2008, wie die Formation professionell kommt, also die Reform, dass das eine von den größten Knackpunkten wären, wo immens viel, also wo sowohl Gewerkschaften wie Chambern, wie eine ganze Reihe von Direktionen aus der Liste sehen. Also ich erinnere mich noch ganz gut an den Ari Metier, den ganz, ganz virulent dagegen war, für den Technicien die Berufsausbildung zu holen. Und das hat uns sich nicht changiert. Ein Technicien, den ist aber noch immer eine Formation, die relativ stark trotz alledem nach oben theoretisch Wissen abgebaut ist. Das ganze Kompetenzsystem, das ganze moduläre System passt nach immer nicht richtig bei den Technicien. Und wir geben es als positiv gesehen, sowohl für den DRP wie für den Technicien, wenn man einen Technicien geben, aus der Formation professionell herausholen, weil auch dadurch man mehr Möglichkeiten kriegen am DRP, am Kader von einer Reform, wirklich mehr substanziell Sachen ans Spiel zu bringen, weil für den Moment, oder all die Jahre sind immens viele Sachen gescheitert in einem gewissen Sinn, weil dann gesagt wird, ja,
Das dort geben sich gut bei den DRP passen, das wäre interessant, wenn man das doch könnte machen. Mehr, das geht aber nicht, weil wir müssen die Schüler ja alle gut nämlich behandeln. Und das passt aber irgendwie nicht an die Formation vom Technicien. Dass so Sachen am DRP nicht gemacht sind oder nicht konnten richtig umgesetzt werden, weil sie nicht so richtig an den DRP, an den Technicien gepasst und dann umgedreht wird, genau das nämlich. Sachen, die Sinn ergeben hätten am Technicien, konnten aber nicht gemacht gehen, weil es nicht möglich wäre, das am DRP umzusetzen. Und hier kriegen wir, dadurch, dass den Technicien im Gewerbe der Formation professionell rauskommen, auch am Kader von Diskussionen, die wir dann hoffen, dass sie irgendwann anlaufen, für den Berufsausbildung und hauptsächlich das CCP-DRP zu reformieren, kriegen wir da wirklich mehr Mühe, für mehr substanziell können Sachen zu ändern. Voilà, das wird dann auch effektiv dann eine wichtige Forderung von uns eben, dass man das wirklich, dass das kein Tabu mehr ist, wir können darüber zu diskutieren, den Technicien zurück an den Enseignement General zu holen. Kit, dass man nicht darauf pochen unbedingt, dass der ganze Technicien muss umformuliert gehen. Also wir können also auch feststellen, dass ein Technicien mit einem Projekt integriert final kann an einem Enseignement General sein. Also das muss nicht unbedingt lernen, dass man alles um 20 Uhr muss ein Trick setzen. Weil er das wäre tot, so ich wollte zwei Sachen, zwei Revendikationen, aber nach mal auf den Weg, die aber trotzdem auch drauf passen. Das ist die Indemnität d'Apprentissage. Da war das weiß der Christian Thürgelow besser wie ich von den Zöllen her, aber da sind relativ große Unterschiede an den Indemnitäten in Funktion von den Formationen. Und da geben wir auch dafür ansetzen, dass die Indemnitäten mehr gleichgesetzt werden, also dass praktisch alle Apprentis plus oder mehr die nämlichen Indemnität ausbezogen. Da gibt es relativ substanziell Unterschiede. Und dann eine letzte Sache, das hat man auch schon auf der Pressekonferenz vom SEW am September gesagt, dass er sich nicht relevant ging. Praktisch alles geht gratis gemacht, wie gesagt, Bücher, Kantin, Maison Relais. Wenn ich das Bücher hole, wie gesagt, alle Schüler vom Enseignement Secondaire Classique, egal ob die Jungen oder Mädchen von einem, oder die Jungen von einem Stehmetzer, also von einem Mal für Kurzkitz, sind Bücher gratis. Und sind aber sonst an der Formation professionell. Wo aber generell die sozial schwach Schüler auch sind, die müssen nachher das Arbeitsmaterial und alles selber bezahlen. Das ist praktisch das Einzige, dass man sein immer nach, wo Schüler etwas müssen bezahlen. Und sie gerade die am schwersten haben, die nach müssen bezahlen. Sie haben das Arbeitsmaterial, also Arbeitsschippen, Kleider, die sie brauchen, für in der Küche zu schaffen, etc., extra Schwung und so weiter und so fort. Da sind wir schon lange dabei und wir gehen immer reminioriert und wir verstehen einfach nicht, für was gerade die schwächsten Schüler, also die sozial schwächsten Schüler, die sind, die einzig praktisch sind, die nach müssen hier das Material an der Schule selber bezahlen. Voilà, das wäre dann soweit von meiner Seite. Mit dem Programm, mit dem wir zusammen haben, gehe ich aber hoffen, dass wir beim Herrn Meisch aber vielleicht auch offen Dieren geben können, stoßen. Weil bis jetzt muss ich ehrlich sagen, wir hatten ja auch kommuniziert in der Presse, denn wir hatten noch den Herrn Büttel geschrieben. Das ja, also das heißt ja aber schon, also das heißt nicht nehmen, ich meine, die Leute begrenzen, das heißt ein bisschen Handwerk, auch dieser Name. Das geht viel mehr weit, wie ihr meint. Also ich meine, wir alle gut. Die brauchen Handwerk. Die sind wahrscheinlich beim Bus oder beim Auto reinkommen, die sind bei der Bäckergang. Alles das geht nicht laufen ohne Handwerk. Und Herr Büttel hat ja auch danach präsentiert, dass man Solaranlagen auf dem Dach sollen kriegen. Aber wie man das? Also, die Frage stelle ich mir. Und da muss ich meine, klar, also das Problem wahrscheinlich mit den Materialien bei den Unternehmen, aber viel mehr Grossen sind nicht genug Leute. Das heißt, dass für das so etwas Realität geht, da muss ich mal Wert auf die Handwerk legen. Und für das die mehr Leute in die Handwerk kriegen, da muss ich wirklich so, da muss ich akzeptieren, dass die etwas können, die Leute. Weil ich meine, das ist nicht einfach ein Null erklappen, das ist nicht einfach ein Schraubdrehen. All Movement muss gelehrt sein, auch dazu geht die Theorie.
Und ich meine, dafür sind wir ja auch der Meinung, dass wir aber auch froh wären, wenn sich vielleicht Sankt-Kiem-Generalschüler für die Handwerk auch geöffnet interessieren. Mit die dürfen nicht, weil die kriegen so, dass die geht mit der Premier und da geht ab du nicht. Enger Hinsicht kann ich ja verstehen, mit einer Hinsicht, also das einfach das Trennung mit der Besten, das wie du gesichert. Das tut nicht nur mit zu uns zu dienen, das tut wirklich mit der Trennung mit zu dienen. Und ich meine, das selbst, was ich muss ändern. Und denke, das kann ihn ändern, man denkt Niveau 6, Bachelor an in DAP als Premier. Das wollte ich dazu noch sagen. Und ich habe gesagt, ich hoffe, dass Herr Meister da offene Ohren hat. Weil bisweil konnte mir just mit seinem Premier Conseil schwätzen. Und ich fand, das heißt ja wegen ein ganz wichtiges Sache. Du müsst ja auch vielleicht der Minister mit dem schwätzen. Weil wir waren noch Berner Plätzen beim Joël Welfring, bei der Minister. Also wieso hat alle Minister es empfangen und hin das wieso den einzigen nicht? Und dann stelle ich mir Fragen. Genauso muss ich nach so und dazu um Minister schaffen, ein Handwerker. Und ich fand an dem Service von der Formation professionell wäre es besser nötig, dass vielleicht auch Handwerker Meister werden, es muss sein, die aber dann die zwei Sachen gesehen haben, die den privaten Teil gesehen haben und auch eben Schul gesehen haben. Und ich meine, das wäre wirklich ein Plus-Value an. Dann mit auch da, und ich schon nicht zuvor gesehen, für ein Kästchen Parlamentärer wie, und dort geantwortet, das wäre keine politische Volontät und auch keine gewerkschaftliche Volontät. Aber von unserer Seite ist das eine Volontät. Das ist schon. Für Sänger ja dann nicht. Mit der Wahl zu hoffen, dass das sich ändert. Ich meine, wenn ihn als Regierung so Ziel hat, dann muss ihn da gucken, eine Lösung zu finden. Das wäre doch von mir. Merci. Ja, das ist mir ein großes Merci und Wort.